Ja, hallihallo. Schön, dass du zuschaust. Ich zeige dir heute ein Blumengesteck mit Sonnenblumen. Passend zum warmen Wetter, passend zum Sommer. Und ich habe den Steckschwamm schon schön reingesteckt in das Körbchen. Und zwar passend zu der Variation, wie ich das Blumengesteck dann machen will. Und zwar unterfüllt oder so bündig gefüllt, damit ich dann auch den Korb noch gut zur Geltung bekomme. Nicht, dass man das Gefühl hat, ich will den Korb nicht mehr zeigen, sondern den Korb darf man sehen. Das schöne ovale Korbgefäß, das darf man gut noch sehen. Und jetzt fülle ich mal den Korb mit Grünmaterial auf, damit man dann gut die Blumen stecken kann und damit dann auch nicht mehr vom Oasis am Schluss ersichtlich ist. Ja, im Sommer ist es auch immer etwas schwierig, passende Grünmaterialien zu finden. Grünmaterialien, die nicht zu stark ausgeschlagen haben, zu junge Triebe haben und somit dann auch nicht mehr so lange haltbar sind. Und so habe ich da Lunaria Grün, dann die Viburnum Beeren ausgewählt und die Galaxblätter zum Abdecken der ganzen Sache. Jetzt sieht das schon etwas spannender aus, als wenn man nur ein Grünmaterial wählt. Darf ich natürlich auch nur ein Grünmaterial nehmen und dann nehme ich da noch so vom Euphorbia-Holz ein wenig rein, dass das die Ränder abdeckt und dass es noch so etwas verspielter und wilder aussieht. Ich liebe ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, eher die natürliche Floristik und nicht die gekünstelte Floristik, wo man mit viel Schnickschnack und so arbeitet. So, jetzt haben wir eigentlich den Aufbau gemacht und können nun die Blumen reinmachen. Da habe ich die Sonnenblumen, dann habe ich noch eine grüne schlichte Nelke dazu gelegt. Jetzt muss ich da schauen, dass ich zum Oasis komme mit der Sonnenblume. Nicht, dass ich durch das Grün steche und die Sonnenblume gar kein Wasser aufnehmen kann. Dann habe ich da noch so tolle Fruchtstände, die Nigella, auch Jumpfer im Grün genannt. Das ist auch so etwas, das man sehr gut im Sommer verwenden kann. Da sehe ich da noch eine Lücke, die machen wir mal zu. Dann kommt da noch eine rote Beere rein. Dann die Inka-Lilie, die ist auch sehr spannend. Die ist natürlich jetzt noch schön geschlossen. Ist ja auch das Ziel, dass der Kunde am Schluss sehr lange Freude an dieser Kreation hat. Und darum verwenden wir natürlich eher geschlossene als zu stark geöffnete Blüten. Dann kann man zum Beispiel als Farbakzent noch eine wunderschöne rote Rose reinmachen. Dann habe ich da noch von den spannenden Polyantha-Rosen noch einige, die ich da auch noch auf der anderen Seite reinstecken kann. So, jetzt fehlt mir hier noch ein kleines Element und dann hole ich da noch eine Sonnenblume.
Ja, und dann haben wir eigentlich dieses ganz einfache sommerliche Gesteck schon zusammengestellt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mir zuzuschauen. Wenn ja, vergiss nicht ein Like, ein Kommi und dann sehen wir uns bald wieder mit einem neuen Tutorial. Das war ein Sommergesteck mit Sonnenblumen in einem schönen Korb drin.